Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Lecker ist hier und ihr habt so lange auf das Video gewartet, es hat sich ein bisschen verzögert. Im Zeitplan bin ich jetzt schon bei was ganz anderem. Ihr seht schon, das Bike sieht komplett anders aus. Aber ich wollte euch das Video trotzdem nochmal vorschieben, weil so viele mich gefragt haben. Und zwar ist das erstmal mein Helm, kennt ihr, ich habe noch keinen Crosshelm, ich weiß, kümmere ich mich drum. Aber erstmal muss das Bike schick gemacht werden, sieht ja auch schon schick aus. Verrat nicht zu viel, seht ihr hier. Mit der GoPro 5, Halterung und so weiter. Ich weiß nicht, das ist auch alles uninteressant, oder? Genau, ich komme mal rum und meine Handschuhe liegen jetzt im Büro oben leider, aber ich habe von der Z57 immer noch die Vanucci-Schuhe und die Pro-Biker-Hose. Das ist einfach eine stinknormale Lederhose. Guck, wie nass das hier ist. Es hat gerade geregnet. Junge, wie viel ich hier rausbringen kann. Der ist klitschnass, sieht nicht so aus, ist aber so. Das ist Landrattenpulli, Moin Moin ihr Landratten. Schrift hält trotzdem, ist richtig geil. Gefällt mir eine Rosa, man ist voll der Blickpunkt, voll der Mittelpunkt. Und ja, ich ziehe es mal aus, denn in diesem Video soll es eigentlich um meine Sadomaso-Folie, ach nee, warte. soll es um diese Weste gehen. Und zwar haben mich viele gefragt, so ey, du fährst doch immer mit Pulli und so weiter. Ich trage hier drunter diese Weste, ich drehe mich mal um. Die hat einen richtig dicken Rückenpanzer, die kommt da bis zum Steißbein. Ne? Besser als so die ein oder andere Lederkombi. Dann hat die hier Sturzprotektoren an der Seite, Nierengurt mit drin. Ne? Nierengurt immer wichtig, auch bei warmem Wetter. Hat dann Schulterprotektoren, Oberarm, Ellbogen, Unterarmprotektoren. Und hier fangen die Handschuhe schon an. Das heißt, man ist richtig gut geschützt. Ist super luftig, super, super gut für halt heißes Wetter und so, weil wenn ich in der City rumfahre, dann bockt das einfach nicht mit einer vollen Lederkombi. Du kennst das auch, ne? Bei dir ist das das Gleiche. So, den ganzen Tag fährt hier kein Auto und jetzt machst du Lärm. In die stille Ecke. Gut. So. So, und genau, das wollte ich euch nochmal zeigen. Das ist meine, ich bin mit der jetzt richtig zufrieden. Ich habe die jetzt 2 Wochen ungefähr. Bei richtig heißem Wetter, Pulli drüber, die ist super luftig, kriegt man immer Wind und so weiter. Und sieht auch ein bisschen Transformer-mäßig aus und ein bisschen Mesh. Bisschen sexier. Ja. Okay, genau, dann kann man die einfach so festziehen und so weiter. Wollte ich nur mal vorstellen, weil es halt die Leute interessiert hat. Deswegen bringe ich das Video auch wieder in der Zeit, wo Blackouts Bastelstube eigentlich ist. Das schiebe ich da einfach rein. Genau, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wolltest du noch was sagen? Ja, ich habe ja auch so eine, ich habe ja 2 solche Protektorenjacken. Einen habe ich ja aufgegeben, weil die Naht, die hier ist, so stark an meiner Haut gescheuert hat, dass ich die nicht anziehen konnte, wenn ich darunter nichts Langärmliches hatte. Dann habe ich mir eine neue gekauft und als ich die bei dir gesehen habe im Büro, habe ich direkt mal geguckt, ob die Naht auch so scheuert. Nein, tut sie nicht. Und was mir noch so gut gefällt ist, die kann man nochmal anpassen. Also wenn man die schon in der guten Größe kauft, kann man die hier nochmal anpassen, die Protektoren, dass das alles rutschfest ist. Oder auch hier so. Genau, das kann man hier alles machen, Rückenprotektor und so, das ist alles verstellbar und so weiter. Das finde ich halt auch richtig gut, weil ich habe auch eine anprobiert bei Louis und da war das auch so, dass der Verkäufer selber gesagt hat, so ja, aber die ist zwar geil, aber die scheuert so, ne? Auch nicht nur an den Nähten, sondern das Produkt ist einfach so, dass es hautirritierend ist. Und das hier ist einfach super, super angenehm zu tragen und das stört mich echt überhaupt nicht. Und ja. Mehr gibt es zu dem Video nicht zu sagen. Ach so, ich habe es unten in der Beschreibung verlinkt, falls ihr euch die mal angucken wollt, bei Amazon. Ich glaube, die kostet 120 Euro oder so. Und ja, das sehen wir uns mal im nächsten Motovlog. Ne? Kleiner hat schon Bock, ich auch. Und Däumchen und Träumchen habe ich schon gesagt. Ich glaube, ich sage das manchmal, denke ich immer, das habe ich schon 8 Mal gesagt oder so. Gib mir bitte einen Daumen nach links, darüber würde ich mich freuen. Nee, warte, hier ist links. Daumen nach links. Und wir sehen uns morgen im nächsten Video. Mach's gut und noch rein in den Abend.